Für eine perfekte Optik nach dem Schweißen müssen die Anlauffarben entfernt werden. Bei polierten Edelstahl-Rundrohren gelingt Ihnen dies am besten mit dem Kehlnahtschleifer von Würth. Weichere Filzscheiben neigen dazu, sich erheblich zu verformen. Mit der stabilen Würth-Filzpolierscheibe erreichen Sie eine gute und gezielte Abtragsleistung. Bringen Sie bei laufender Maschine und langsamer Drehzahl die Abglänzpaste Blau auf die Filzpolierscheibe auf. Entfernen Sie damit die Anlauffarben an der Schweißstelle. Achten Sie darauf, nebenstehende Verstrebungen sowie eingeschweißte Füllstäbe nicht zu beschädigen. Im Anschluss verwenden Sie Wiener Kalk, am besten zusammen mit dem Mikroaktivtuch, und entfernen damit die Abglänzpastenreste. Wenn Sie diese Schritte befolgen, gelingt Ihnen auch bei einem polierten Geländer ein tadelloses Ergebnis. Muss die Schweißnaht komplett entfernt werden, benutzen Sie erneut den Kehlnahtschleifer. Beginnen Sie zunächst mit der hart gepressten Kompaktfließscheibe Härtegrad 7 in 3 mm. Entfernen Sie damit die Schweißnaht. Achten Sie darauf, die Scheibe direkt auf der Schweißnaht zu führen. So verhindern Sie, dass Vertiefungen entstehen, die sich nicht mehr herausschleifen lassen. Nachdem Sie die Schweißnaht entfernt haben, wechseln Sie auf eine weichere Scheibe mit Härtegrad 5 in 6 mm. Arbeiten Sie mit der weicheren Scheibe alle Übergänge exakt aus. Im Anschluss tauschen Sie die Scheibe wieder gegen die Würth-Filzpolierscheibe. Bringen Sie nun wieder bei laufender Maschine und langsamer Drehzahl die Abglänzpaste Blau auf die Filzpolierscheibe auf. Entfernen Sie gegebenenfalls noch vorhandene Anlaufstellen links und rechts des eingeschweißten Füllstabs. Abschließend entfernen Sie Abglänzpastenreste mit Wiener Kalk und dem Mikroaktivtuch. Auch hier erreichen Sie mit dem Kehlnahtschleifer und den dazugehörigen Werkzeugen ein perfektes Ergebnis bei einem polierten Geländer.